die psychische Seite anbelangt, sehr voreingenommen. Das heißt, hier gibt es Vorurteile, die zu beachten sind. Und natürlich die persönliche Betroffenheit. Und die persönliche Betroffenheit in diesen beiden Fällen ist natürlich sehr groß. Bei anderen Zeugen sind es Vorurteile, die wir beachten müssen auf der psychischen Seite. Da ist beispielsweise angenommen, der Täter war jetzt ein bereits vorbestrafter Mensch oder aber das Opfer ist schon jemand, der sowieso schon zu einer Gruppe gehört, die eventuell zu den Opfern ganz gut passt, so generell. Von daher gesehen sind die beiden die schlechtesten. Wenn wir eine Kurve machen und uns hier mal vorstellen, hier haben wir eine Kurve, die dann schlussendlich irgendwo so aussieht. Schematisch dargestellt, stark vereinfacht, dann kann ich sagen, die schlechteste Konstellation ist hier unten, ist Täter und Opfer. Täter und Opfer. Das sind die schlechtesten Zeugen, da die natürlich immer beeinflusst sind. Und hier hinten, da ist dann jeweils eben die neutrale Person, der neutrale Zeuge. Jemand ohne Vorurteile, jemand, der nicht selber betroffen ist und auf der physikalischen Seite, auf der physikalischen Ebene ist es eben jemand, der gesund ist, der gut hört, der gut sieht, ja, und jemand, der keine große Distanz hatte zu diesem Ereignis. Je größer die Distanz, umso größer natürlich die Verzerrung, kann man nicht gut hören, kann man nicht gut sehen und so weiter. Und so kann man die Qualität von Kommunikation anhand von diesem Modell messen. Das wurde 1995 und 1996 zum Beispiel in der Monatsschrift für deutsches Recht veröffentlicht. Gut, damit hätten wir also uns auch nochmal Gedanken gemacht zur Qualität, zu Gütekriterien für die Kommunikation und können uns ein Bild davon machen, wie man das in etwa grob messen kann. Richter sind darauf angewiesen, aber auch Journalisten sind darauf angewiesen. Das sind Berufsgruppen, die eben jetzt beispielsweise Informanten oder Zeugen beurteilen müssen. Definition. Zwei haben es angesprochen. Sie waren eine davon und eine andere Kommilitonin hat es noch angesprochen. Was ist denn Kommunikation eigentlich, wenn wir es definieren für Menschen? Ja, was würdet ihr sagen? Was ist es? Austausch von Informationen zwischen mindestens zwei Menschen. Ist das so? Soweit kann man das mal sagen. Das ist ein Bestandteil von Kommunikation, Austausch. Austausch von Info, von Informationen zwischen Menschen, mindestens zwei Menschen. Hat man da schon vollständig kommuniziert? Wenn die Information wird auch verarbeitet, in gewisser Weise. Genau, Gehirn kam von Ihnen. Die Information muss natürlich auch verarbeitet werden. Wann kann man denn dann von einer gelungenen Kommunikation sprechen? Wenn beide Seiten ein gutes Gefühl haben. Wenn beide Seiten ein gutes Gefühl haben, ja. Ich würde auch sagen, Kommunikation ist auch nur ein Kontakt. Es gibt ja die nonverbale Kommunikation. Mhm. Also es gibt verbale und nonverbale. Nonverbale. Bewusste und unterbewusste. Und bewusste und unbewusste. Sagt hier ein Kommilitone. Und das wäre ja auch Austausch von Informationen. Aber was wäre denn eine Voraussetzung für
die Kommunikation, dass man sagen könnte, die Kommunikation war erfolgreich. Wenn das ankommt, was ankommen soll. Genau. Wenn das ankommt, was ankommen soll beim anderen. Ja? Und man kann das so zusammenfassen, ich glaube, das stammt von Gerhard Maletzke, Kommunikation ist vollzogene Bedeutungsvermittlung. Seid ihr damit einverstanden? Vollzogene Bedeutungsvermittlung. Das Signalrepertoire muss ungefähr gleich sein. Das ist ein weiterer Punkt. Also Kommunikation ist vollzogene Bedeutungsvermittlung. Vollzogene Bedeutungsvermittlung. Jetzt sagt der Kommilitone hier gerade, es müsste das Repertoire ungefähr gleich sein oder gleich sein. Was meint er denn damit? Was könnte denn damit gemeint sein? Vorher habe ich das Beispiel gebracht, habe gesagt, malen Sie mal ein Gotteshaus auf Ihren Block. Und dann kam so ein Kreuz raus, bei anderen kam so eine Sichel raus, so ein Halbmond und bei dem nächsten kam irgendwas anderes raus. Ja. Da haben wir schon festgestellt, unter dem Begriff Gotteshaus verstehen Leute Verschiedenes. Wenn ich nun sagen würde, ein einfaches Wort, sage ich mal, Hyperbilirubinämie, ein Wort. Was könntet ihr damit anfangen? Nix. Nix. Dazu muss man vermutlich Medizin oder sonst was in die Richtung studiert haben. Ja, das klingt schon mal gut. Das ist eigentlich etwas, was der Kommilitone angesprochen hat. Das ist tatsächlich ein Kauderwelsch sozusagen aus dem medizinischen Bereich. Und Hyper, das kennen wir alle aus Science Fiction, Hyperspace, ja, und sowas. Also Hyper ist auf jeden Fall mal zu viel. Ja, und Bilirubin ist der Blutfarbstoff oder der Farbstoff, ja, der in der Leber gebildet wird. Und Hyperbilirubinämie, das ist halt nun mal eine Kinderkrankheit zum Beispiel, die haben das gern, da braucht man bestimmten Stoff. Und der fällt den Kindern und die können das nicht umsetzen und die werden dann ganz gelb und die haben dann ein Vitaminproblem und werden dann unter UV gelegt ein Stück weit, also natürlich ein UVA-Strahler, um dass dieses Vitamin gebildet wird, das da benötigt wird. Das konntet ihr nicht wissen. Wenn ich nun sagen würde, das wäre zu einfach, sage ich trotzdem, non ci sono problemi. Wer spricht Italienisch? Oder haben wir das nächste Problem? Also, ihr merkt, auch da reicht euch dieser Zeichenvorrat nicht aus. Jetzt könntet ihr mir etwas Französisches sagen und ich hätte vielleicht da auch meine Schwierigkeiten, da ich kein Französisch gelernt habe. Ich kann es nicht, ja. Das bedeutet, um diese vollzogene Bedeutungsvermittlung überhaupt hinzukriegen, hat der Kommilitone recht, brauche ich den gleichen Zeichenvorrat. Ja? Ich muss wissen, was das bedeutet. Und deshalb spreche ich jetzt schon wieder etwas allgemeiner, nicht von gleicher Sprache, sondern von gleichem Zeichenvorrat. Ja, weil jemand von Ihnen schon angesprochen hat, es gibt ja auch nonverbale Kommunikation. Piktogramme zum Beispiel. Wenn ich aber das Piktogramm nicht verstehe, weil ich aus einer anderen Kultur komme, nutzt mich das auch relativ wenig. Man hat sich aber schon auf Dinge geeinigt, die schon sehr ähnlich sind. Also ich glaube, dass so etwas von den meisten Leuten auf dieser Welt zumindest als eine Pflanze interpretiert werden würde, wenn nicht sogar als Baum. Das könnte auch die Klöwendel einer Leuchte sein. Ja, aber nur wenn außenrum noch ein Glas ist. Okay? Ja, sie wäre freigestellt. Ja.
Aber das sieht man schon, das ist, es gäbe also auch da schon wieder Interpretationsprobleme. Ja? Und auch da braucht man den gleichen Zeichenvorrat, sonst gelingt Kommunikation halt nicht. Nichtsdestotrotz, wir haben also die Sinne, den gleichen Zeichenvorrat und die Bedingungen, die wir, sage ich mal, schon noch haben vom Intellekt her, ja? Also dass man gesund ist, die Bedingungen haben wir. Ist denn damit schon alles getan oder gesagt zum Thema Kommunikation, Voraussetzungen für Kommunikation? Muss ja auch eine innere Bereitschaft da sein, den anderen wirklich verstehen zu wollen. Das heißt, es müsste auch etwas geben, dass man zum Beispiel Aufmerksamkeit nennen könnte, ja, damit das gelingt. Jetzt mache ich mal ein Beispiel, das findet ihr, dann finden Sie in Schulz von Thun. Ja, die Ohren zum Beispiel oder die sogenannten vier Seiten einer Nachricht ist ja schon ein Stück weit bekannt. Und macht es mal an einem Beispiel, einem Beispielsatz, den Sie da nachlesen können, einem Ausrufesatz. Du, da vorn ist grün. Ja, mache ich das jetzt mal deutlich. Schreib das mal dahin. Das Ganze spielt sich ab in einem Fahrzeug. Frau sitzt am Steuer, Ehemann sitzt daneben und sagt, du, da vorn ist grün. Was hat das von der Kommunikation her für eine Bedeutung, vollzogene Bedeutungsvermittlung? Ja? Fahr doch endlich los. Fahr endlich los, ja. Fahr endlich los. Oder wenn die schon in Fahrt sind, was bedeutet es dann? Schneller. Fahr schneller. Es gibt also so etwas wie eine Aufforderung: gib Stoff, ja, gib Gas. Ja. Und das kann man bezeichnen als ein Appell. Also eine Seite einer jeden Nachricht nach Schulz von Thun ist, dass ein Appell in jeder Nachricht steckt. Was steckt denn noch in dem Satz, du, da vorn ist grün? Beifahrer, Ehegatte sagt zur Frau, du, da vorn ist grün. Fahren wir da lang, weil da ist gerade grün. Also da können wir langfahren, wenn wir in eine andere Richtung nehmen, müssen wir vielleicht an der roten Ampel warten. Könnte sein. Was bedeutet das aber vielleicht noch? Ein Vorwurf oder sowas Unterschwelliges, ich könnte es viel besser. Etwas Unterschwelliges, ich könnte das besser, ich würde das anders machen. Das nennen wir hier eine Selbstoffenbarung. Selbstoffenbarung, das heißt, das ist eine weitere Information, die in dieser Nachricht steckt. Und was steckt noch in dieser Nachricht? Du kannst nicht fahren. Ja. Du bist oft abwesend. Du kannst nicht fahren. Du bist so doof. Sowas. Also, da gibt es so etwas wie, das spiegelt die Beziehung zwischen denen wieder, ja? Um es mal ganz allgemein auszudrücken. Die sogenannte Beziehungsebene, ja. Die Beziehungsebene. Ja, und was gibt es noch für eine Ebene, wenn es eine Beziehungsebene gibt? Sachebene. Ja, eine Sachebene. Eine ganz sachliche Information. Da vorne, die Ampel steht auf grün. Vielleicht hast du es noch nicht gesehen. Ist gerade grün geworden oder so. Ja. Wäre unwahrscheinlich. Also man sieht, das kann man fast nicht neutral sagen, wenn man das so sagt. Es gibt also eine Sachebene und es gibt eine Beziehungsebene, Selbstoffenbarung und einen Appell.
Welche Möglichkeiten hat man denn, das rüberzubringen? Also mit Worten, ja? Also verbal. Klar. Und dann haben Sie ja schon gesagt, Wortwahl. Was steckt denn dahinter, wenn man sagt Wortwahl? Ich kann ja den gleichen Sachverhalt auf unterschiedliche Art und Weise ausdrücken. Also nur, indem ich andere Wörter oder andere Satzstellungen verwende. Ja. Irgendwie das Du da vorne ist grün, da könnte ich ja auch einfach sagen, die Ampel ist grün. Ja. Das wäre dann der gleiche Inhalt, aber hätte weniger den Vorwurf drin. Oder sagen, die Ampel ist gerade grün geworden, aber man merkt, es schwingt immer etwas mit, ja? Weil ich sage immer mehr, aber es gibt natürlich nonverbale Anteile, die liegen zum Beispiel auch schon in der Wortwahl. Und worin noch? Im Ton. Im Tonfall. Worin noch? Also wenn man im Bereich der Stimme bleibt, ja? Lautstärke. In der Lautstärke, ja. Gehört Gestik auch dazu? Ja, klar, Gestik. Ob ich da noch gestikuliere und sage, du, da vorne ist grün, ja? Gestik. Aber ich würde Tonfall und Lautstärke zu verbal machen. Ja, natürlich. Ach so, ja, klar, Entschuldigung. Nein. Der nonverbale Anteil ist ja gemeint. Ich kann das ganz ruhig sagen, dann ist es verbal und bedeutet lediglich eine ganz normale Information. Aber hier ist es gemeint, zwischen den Zeilen, ja, also nonverbal, indem ich es entsprechend intoniere, indem ich schreie, schnell spreche zum Beispiel und so weiter. Das ist zwar sprachlich, und insofern meint man verbal mit sprachlich, ja? Bezeichnet man hier als sprachlich, und so ist es hier zu verstehen. Und das Nonverbale sind die Inhalte. Natürlich ist Gestik, Mimik, Berührung, alles, was da dazugehört, Berührung, ja? Das sind nonverbale Anteile der Kommunikation, ja, keine Frage. Also wenn ich der auch noch ins Lenkrad greife und sage da jetzt oder gar aufs Knie drücke, damit sie mehr Gas gibt oder irgend sowas, das wäre natürlich dann noch mehr nonverbal eine, eine Botschaft, die wir dann wohl in diesem Beziehungsbereich tun müssten. Also wir sehen, dass dieser einfache Satz, du davon ist grün, ziemlich viele Anteile hat, verbale und nonverbale. Die Kommunikation selber hat aber auch noch andere Anteile, die aber damit zu tun haben. Bleiben wir bei dem Satz, du davon ist grün. Situativ. Die Situation, ja. Und wenn ich jetzt in der Situation, wenn ich die einfach mal so stehen lasse, dann kann ich wie kommunizieren? Die Kommilitonin hat vorher schon gesagt, ich kann so kommunizieren, dass ich Worte auswähle. Ich kann aber auch darauf zeigen. Ich kann sagen, vorne ist grün. Ja. Ich kann es aber auch vielleicht noch ganz anders machen. Worauf ich raus will, ich kann direkt kommunizieren oder indirekt kommunizieren. Das heißt, ich kann etwas durch die Blume sagen oder ich kann es anders ausdrücken. Ich kann zum Beispiel auch sagen, hast du einen Führerschein? Hattest du Fahrunterricht? Ja. Wo hast du denn den Führerschein gemacht? Hast du den im Lotto gewonnen oder bei Neckermann gekauft? Was hast du denn dafür bezahlt? Das ist natürlich dann noch mehr indirekte Kommunikation und bedeutet natürlich noch viel mehr hier Beziehungsebene, ja, und noch viel mehr Appell und noch viel mehr Selbstoffenbarung und wenig Sachebene. Ja. Also gibt es einen Anteil in der Kommunikation, der ist indirekt.
kann indirekt kommunizieren. Und wenn ich indirekt kommunizieren kann, dann kann ich auch direkt kommunizieren. Direkte Kommunikation. Bei der direkten Kommunikation, da spricht man die Sachebene natürlich am meisten an. Das heißt, da kommuniziere ich direkt. Da sage ich, da vorne ist grün, die Ampel hat gerade auf grün geschaltet, hast du es schon gesehen? Oder sage ich, fahr doch mal ein bisschen schneller, da vorne ist gerade grün, wir haben es eilig. Ja. Aber ihr merkt, selbst wenn ich den Satz sage, da vorne ist gerade grün, wir haben es eilig, damit wir den Termin noch erreichen, fahr doch ein bisschen schneller. Auch da steckt natürlich eine Aufforderung drin und da macht der Ton natürlich die Musik. Und da haben wir wieder die Beziehungsebene und die Beziehungsebene merkt ihr jetzt schon, diese Beziehungsebene, die wird eben wesentlich mehr indirekt ausgedrückt, ja. Und diese Beziehungsebene wird auch wesentlich mehr nonverbal ausgedrückt. Über den Tonfall, über die Lautstärke, die Gestik und die Mimik. Darüber wird die Beziehungsebene ausgedrückt. Während die Sachebene eben viel mehr durch direkte Informationen ausgedrückt wird. Jetzt haben wir noch zwei Inhalte, die könnt ihr nachlesen, eher bei Watzlawick, Paul Watzlawick, leider im letzten Jahr verstorben. In menschliche Kommunikation, Watzlawick, Bieben und andere. Paul Watzlawick. Der sprach nun auch noch von einer digitalen Kommunikation oder von digitalen Anteilen einer Kommunikation und von analogen. Digitale Anteile und analoge Anteile in der Kommunikation. Was könnt ihr euch denn darunter vorstellen? Was könnte denn ein digitaler Anteil einer Kommunikation sein? Oder was könnte digitale Kommunikation sein? Und was könnte analoge Kommunikation sein? Analog über ein Sachverhalt vermittelt und bei digital mehrere? Bei analog ein Sachverhalt, bei digital mehrere. Ja, sage ich mal, kommt darauf an. Kommt ganz darauf an. Der Schlüssel ist ein unterschiedlicher. Der Schlüssel ist ein unterschiedlicher. Was meint das? Schlüssel sei ein unterschiedlicher. Schlüssel unterschiedlich. Das heißt, ich muss was tun. Fragezeichen. Was muss ich tun, wenn der Schlüssel ein unterschiedlicher ist? Der Zugang. Den Schlüssel? Ja, und was muss ich entschlüsseln? Ja, die Kommunikation. Welche? Welcher Anteil? Die analoge. Hat jemand eine Analoguhr da? Das ist eine Analoguhr. Warum ist das eine Analoguhr? Weil ich erst denken muss, was ich sehe. Also man muss zuerst denken, das heißt, ich muss es erst entschlüsseln, ja? Ich muss es erst übersetzen. Das heißt, eine analoge Kommunikation, könnt ihr euch immer an der Analoguhr klar machen, ja? Aus der Zeigerstellung muss ich interpretieren. Und das muss ich erst lernen. Weil wenn die Ziffern aber auf, so wie jetzt, 18 Uhr stehen, ja? 18 Uhr, wenn ich diese Anzeige kriege, dann weiß ich genau, jetzt ist 18.00. Ja? Wenn ich aber diese Zeigerstellung hier habe, so wie es jetzt im Moment der Fall ist, der Uhr, dann muss ich das erstmal interpretieren, was das heißt. Und das bedeutet, dass man die analogen Anteile der Kommunikation, die müssen interpretiert werden. Und jetzt ist uns auch klar, dass die analogen Anteile
eben wiederum die hier sind. Das heißt, die Beziehungsebene wird indirekt ausgedrückt und analog. Appell, indirekt analog. Selbstoffenbarung, indirekt analog. Interpretieren. Und natürlich steckt in dieser Interpretation das größte Problem. Das heißt, das können wir auch falsch interpretieren, diese analogen Anteile. Während der digitale Anteil, der ist eben nicht mehr zu interpretieren, der ist eindeutig. In diesem Satz, du da vorne ist grün, die Ampel ist grün. Da gibt es nichts zu interpretieren. Und das ist der digitale Anteil. Und das andere ist eben der analoge Anteil beziehungsweise der indirekte Anteil. Also indirekt, analog, digital, direkt. Und das trifft für alle Formen von Kommunikation zu, für alle Formen von Humankommunikation. Das ist etwas, was wichtig für euch ist, dass ihr euch das im Hinterkopf merkt. Das wäre jetzt, sage ich mal, ein Kommunikationsmodell, Schulz von Thun hier, für die Humankommunikation. Jetzt heißt unsere Veranstaltung ja Human- und Medienkommunikation. In der Medienkommunikation, was ändert sich denn jetzt in der Medienkommunikation, wenn ich also nicht mehr face-to-face kommuniziere, also schon gar nicht mehr 100% Kommunikation habe? Wie sieht es denn dann aus? Dann haben wir, mache ich mal so eine Tafel, habe ich also auf der einen Seite einen Kommunikator, nennen wir den mal, und hier habe ich einen Rezipienten. Da rezipiert einer irgendwas und hier kommuniziert einer irgendwas. Und dazwischen ist ein Medium. Dürfen wir aber nicht vergessen, hier war vorher irgendetwas und da ist hinterher auch irgendetwas. Und das hat sehr viel wieder mit Humankommunikation zu tun, und zwar mit direkter Kommunikation. Was ist denn vor diesem Mediator, sage ich jetzt mal, Mediensender, ja? Medium, Mediensender, ja? Als Mensch jetzt. Also was ist vor diesem Mediensender, also diesem Menschen da, und vor diesem Empfänger? Was passiert denn da vorher? Er wird gebrieft, was er sagen soll, wie er aussehen soll, was er machen soll. Genau, das heißt, das findet ja statt im Rahmen eines Umfeldes. Da gibt es ja vorher ein Umfeld. Das Umfeld kann jetzt sein Funk, also Rundfunk. Und im Rundfunk kann es sein Hörfunk. Oder es kann sein Fernsehen, oder es kann sein Print, oder Internet. Was kann es noch sein? Telefon. Print, das wäre hier, ja. Sagen wir irgendeine Form von Telekommunikation, andere Form von Telekommunikation, was der Kommilitone vorher angesprochen hat, war zum Beispiel eine Telekonferenz. Ja? Es kann aber auch eine Massenveranstaltung sein, eine große Kundgebung oder irgendetwas, eine Messe, einen Vortrag auf einer Messe oder hier Hörsaal in der Universität. Das kann es natürlich auch sein. Klar? Das heißt, darauf läuft es raus. Und das hat natürlich alles Bedingungen, ob das jetzt Print ist, ob das Rundfunk ist, ob das dann im Rundfunk der Hörfunk oder das Fernsehen ist. Das beeinflusst diesen Kommunikator.
Und da sind vorher Menschen, also Mensch 1, Mensch 2 und so weiter und so fort, ja, die sprechen mit dem oder lassen ihm Informationen zukommen, damit er sie verarbeitet. Das ist auch gleichzeitig ein Filter. Und da hinten kommt nicht Filter Kaffee raus, sondern gefilterte Kommunikation. Wir haben soeben haben wir uns klar gemacht, dass die Medienkommunikation bestimmten Bedingungen unterworfen ist und die Kommunikatoren eben hier im Umfeld zu sehen sind, entweder vom Rundfunk, vom Print oder vom Internet, jedenfalls im jeweiligen Umfang ihrer.